Und zurück bei Prey. Was ist eine Frage? Wir haben den January und wir haben Dezember gehabt. Der wurde ja zerstört, wie es scheint. Moment. Jetzt haben wir auch noch Oktober. Untergang. Rette Alex. Benutze die Stimme, um die Tür zu schließen. Okay, machen wir gleich. Verursache keinen Schaden. Mach da. Komm, warte, bis da. Oh, dich vom Shuttle aus kontaktiert. Gut. Es ist Dezember. Fliehe aus der Talos 1. Untergang. Benutze die Selbstzerstörungs. Nein. Stell den Nullwellenprototypen her. So, wir machen auf und verwenden. Stimmt, gesperrt. Gut. Morgan, danke für das, was du getan hast. Du hättest mich dem Tod überlassen können. Es ist jetzt wichtiger denn je, dass wir die Sache auf die richtige Weise beenden. Nimm das Nullwellengerät an dich. Ich gehe auf die Brücke, sobald ich wieder bei Kräften bin. Gut. Und wie man gerade gesehen hat... was wollte ich sagen? Er will genau das machen, was... Yu auch machen wollte. Gut, hier kann man also nichts machen. Ich dachte, hier wäre der... der Zerkleinerer und der Erschaffer. Na gut. Vielleicht hier unten. Ah, fuck. Und rein da. Okay, zur Brücke. Ist das die Brücke? Ja, will ich aber nicht, oder? So. Wow, wow, wow. Okay, das ist anstrengend, hier drinnen zu fliegen. So. Darüber. Verdammt, und dieser riesige Typhon greift einfach mal an. Ich nehme an, die haben, also die Typhons haben das Teil gerufen. Ja, zur Lobby gehen. Ich glaube, Lobby sollte reichen. Bei uns im Zimmer haben wir ja... was wird das? Der Zerkleinere und der Hersteller. Das sollte also alles gehen. Mhm. Morgan, Sie haben Alex Appell vorausgeahnt. Ihre Verbindung, Ihre Geschichte. Sie haben mich darauf programmiert, ihn Punkt für Punkt zu widerlegen. Aber wir können das überspringen. Ein Typhon von der Größe eines Wolkenkratzers verspeist gerade die Talos 1. Daher hat Alex Unrecht. Zerstören Sie die Station, wie geplant. Dann wird das Monster ebenfalls vernichtet. Die Station zerstören? Aber haben Sie nicht zugehört? Die Nullwelle. Alex hat recht, das könnte funktionieren. Und unsere Erkenntnisse bewahren. Wir müssen es versuchen. Igwe, sehen Sie sich den Alien außerhalb der Station an. Natürlich ist das ein Risiko, aber der Generator funktioniert. Dies alles zu zerstören, eine Spezies zu ermorden und die Forschung verloren. January hat recht, Morgan. Diese Dinger dürfen nicht zurück zur Erde, wenn auch nur eines davon es schafft. Morgan, die Station zu zerstören sollte unsere letzte Option sein. Nicht die erste. Ja, das finde ich auch. Im letzten... Und was heißt hier wieder zur Erde? Waren die jemals in der Erde? Also auf der Erde, meine ich. So. Ich
glaube nicht, dass die jemals auf der Erde waren. Und vielleicht stirbt der Große ja auch. Okay. Gut, dieser Geschütz hier ist defekt. Moment, warum? Was war hier los? Ach so, die. Keine Aktion. Zuerst versuch. Auch hier? Hi, Morgan. Hi. Also, entweder zerstören Sie die Talos 1 oder diese Kreatur vernichtet uns. Also, die Talos 1 wird zerstört, falls das andere nicht funktioniert. Wie kann sowas existieren? Ja, das Universum Morgan. Ist riesig, also ja. So etwas kann locker existieren. Jetzt einmal den ganzen Müll weg, denn... Und wie viele Knarren haben wir? Dann die hier. Das sind alles nur... Oh. Also was orange ist, ist auch praktisch gut. Sehr schön. Gut, alles andere. Aha, aha. Ja. Gut, ich glaube, ich habe alles. So. Und recyceln. So. Und gemacht. So, starten. Zuerst einmal 0-Wellen-Transmitter-Protokoll. Von mir aus. Das Herz der Koralle befindet sich in der Psychotronik, im ursprünglichen Eindämmungszylinder. Wenn du das Nullwellengerät platzierst, überlagert es das gesamte Korallennetzwerk mit unserem Signal. Nutze dein Psychoskop, um zu erfahren, wo genau du das Gerät platzieren musst. Gut, sonst noch irgendjemand? Nein, okay. Okay, und der letzte. Mehr kann ich ja leider nicht machen. So, was machen wir? Techniker? Ich könnte das hier machen, aber ich benutze die Rohrzange selten. Wir könnten das hier machen. Ja, warum nicht? Hier können wir nicht mehr reden und dann tut Zentrum der Koralle. Guten Morgen, Talos. Boah, denken Sie daran, sich während Ihres Aufenthalts an Bord einmal im Monat ärztlich untersuchen zu lassen. Dr. De Vries verspricht. Wow. Okay. Au. Ich muss ein Stockwerk weiter unten, wie es scheint. So, aber warum zeigt... Moment, Alex Fluchtkapseln. Okay, deshalb. Auf geht's. Komm schon, komm.
Nein, das war falsch. Gut. Wer bist denn du? Gut. Ich glaube, es kommt langsam zum Showdown. It's the final countdown. Da-da-da-da. Und so weiter und so fort. Ich hoffe mal, es funktioniert. Dann und nur dann ist es die Talos 1. Wenn Ihnen das noch nicht in den Sinn gekommen ist, wird es das. Tun Sie es nicht. Ich kann nicht vorhersagen, was beim Scannen des Apex geschieht. Aber meine Modelle deuten auf Leid hin. Kann ich den Schaden? Nein. Nein, der hat den Tackle, der kriegt keinen Schaden. Gut, wo müssen wir... Warnung, Anzug wurde beschädigt. Okay, Moment. Ah, verdammt. Muss es halt wegnehmen und... So, und... C. Ups, falsche Taste. So, und ciao. Moment. So. Na, hat doch super funktioniert. Ja, ich will gerne wissen, was es ist. Zentrum der Koralle, da oben. Dr. Yu. Entschuldigung. So, was? Sie wohl hergekommen sind. Oh, Scheiße. Moment, haben wir gleich. So, der hat genervt, aber das war es jetzt wert. Gut, perfekt. Dann auf geht's nach oben. So. Scan-Vorgang läuft. Psychoaktives Potenzial laut Neuralmuster auf oder nahe Höchstwert. Okay, Moment. Das haben wir gleich. Der Weber kein Schaden. Sorry. Verdammt, Medizin-Operator. Moment, wer ist das? Ist er neu? Der sah gerade neu aus. Oder besser gesagt, er hatte Sachen bei sich. Ah, Zentrum der Koralle. Gut, jetzt ist die Frage nur, wie kommen wir da hin? Und was ist das? Gemund. Gut.
Gott sei Dank. Dann, sehr gut, hier. Inspektion läuft. Ihre Anzugsintegrität wurde beschädigt. Lassen Sie mich das reparieren. Fertig. Sehr gut. Woher kommt der auf einmal? Aha. So. Ah, da drüben. Da kommen wir rein. Sehr schön, sehr schön. Gut, haben wir alle? Ja. Oh, Scheiße. Oh. Gut. Okay. Aber warum ist das auf einmal offen? Sehr interessant. Mikrogravitation entdeckt. Mhm. So, das haben wir gleich. Nullwellentransmitter reinpacken. Töte sie. Adrenalin. Dann noch eine Dosis von Morgens Zellkultur. Noch mehr? Aber... Tun Sie's. Das sollte reichen. Komm jetzt auf die Brücke, dann erledigen wir dieses Ding ein für alle Mal. Seltsam. Nehmen wir an, Alex' Plan hätte Erfolg. Und dann? Sie spekulieren darauf, dass es keine weiteren Jäger wie die Typhon gibt. Im universellen Maßstab sind die Menschen sich erst seit kurzem ihrer selbst bewusst. Und doch wollen sie die Tür für ein wesentlich älteres, kosmisches Ökosystem öffnen, das sich von Bewusstsein ernährt. Hier wimmelt es von Haien. Alex glaubt, wir könnten der größere Hai sein. Aber was, wenn wir schlechte Schwimmer sind und jetzt Blut im Wasser ist? Ja, aber... Zielkraft, normal. Die Talos 1 in die Luft zu jagen, bringt ja auch nicht viel mehr. Was soll das verhindern, ha? Das ist ja die Frage. Was soll einfach die Explosion verhindern? Es können immer noch Titans, die überlebt haben, in die... Ich komme. Ja, rübergeschossen werden zu uns. Auf die Erde also. Mech ist das keine allzu große. Ja. Ja, was wäre wenn? Frage. So, runter da. Mhm. Klar. Hey. Denn wenn wir es in die Luft jagen, bringt es auch nichts. Sehr gut. Ja, was auch immer das war. Aus dem Weg. Und ab zur Lobby. Nee, durch die Explosion und Druckwelle könnten Titans von der Talos 1 auf die Erde geschossen werden. Auch bei diesem Rückblick, den wir gerade hatten, kommt mir in den Sinn oder hatte ich das Gefühl, was, wenn wir selbst ein Typhon sind? Ein künstlich hergestellter Mix aus Morgan New und den Titan. Zumindest sah es für mich so aus, aber ich bin ja kein Experte in solche Sachen.
Gut. Im Arboretum kommt man zu der Brücke. Arboretum. Verdammt. Eieieiei. Da. So. Mal sehen, was wir erfahren. Das könnte extrem spannend werden. Was ist, wenn wir ja wirklich kein Mensch sind? So ein Mensch-Hybriden. Und warum greifen die Typhons an? Mikrogravitation entdeckt. Stimmt, da war ja was. Und war da drüben. Und da drüben mehrere Ziele? Ah, von da kommen wir ja. Und rein da. Guten Morgen, Talos. Frühstück wird bis 9 in der... Was war das? Ah, nichts. Gut. Und rein da. Das ist sehr spannend, aber ich glaube nicht, dass das sofort hier beendet wird. Ich glaube, es gibt noch einen Riesenkampf und Bohai und bam, bam, bam. Es wäre doch langweilig, wenn es einfach nur... Ja, drück den Knopf, ding, und gewonnen. Oder eben verloren. Oder was auch immer. Und bei dieser Sequenz, als wir mit Alex Fluchtkapseln abgehauen sind, kam ja eine weibliche Stimme. Morgen, Ikwe? Gibt's Neues von unserem Patienten? Commander Dahl ist auf dem Weg der Besserung. Und wir sind unterwegs zum Shuttle Dock. Ich habe ihm gesagt, dass die Station in Gefahr ist und... Gut. Morgen treffen wir uns am Shuttle Dock. Aber erst, nachdem ich hier die Leute weggepustet habe, also die Typhons. Scanne Ziel, Typhon. Was zum Teufel hast du getan? Ich führe nur Morgens Befehle aus. Unsinn, du bist eine Maschine. Eine schlecht durchdachte. Morgen würde nie... Das war ein Trick. Wer hat dich programmiert? Ich vertrete die Wünsche von Morgan Yu. Stand 12. Januar 2035. Ihr Bruder hat mich erschaffen, damit seine Ziele umgesetzt werden. Und ihre scheitern. Meine? Es gibt keinen Unterschied zwischen dem, was ich will und was Morgan will. Nicht die echte Person. Die Idee eines echten Morgan ist Fiktion. Ich muss es überbrücken. Treten Sie vom Terminal zurück. Sie lassen mir keine Wahl. Wow. Ist er tot? Wir speichern hier oder vielleicht hätten wir... Tut mir leid, Morgan. Ich wollte Ihrem Bruder keinen Schaden zufügen. Laut Ihren Anweisungen muss ich alles in meiner Macht Stehende tun, um dafür zu sorgen, dass Sie die Talos 1 und alle Typhon vernichten. Die Sprengung der Station schützt die Erde. Und bietet vielleicht eine geringe Wiedergutmachung. Sie wissen, wie Neuromods hergestellt werden. Die Nachfrage wird steigen. In der Zukunft, die Alex sich vorstellt, werden viele sterben. Zum Wohle weniger Privilegierter. Ich gebe die Kontrolle über das Terminal nicht auf. Um die Nullwelle zu aktivieren, müssen Sie mich töten. Okay, zerstöre January. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen vertrauen kann. Kamera-Ausfahrsektor. Gut, aber diese Entscheidung übernehmen wir ein anderes Mal. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.